Den folgenden Schleppertest haben wir zusammen mit unseren europäischen Partnerzeitschriften durchgeführt. In der Zulassungsstatistik dominieren die Leitmarken der großen Konzerne. Höchste Zeit also für einen Test, der sich auf die zweite Reihe konzentriert. Es geht also um die etwas unbekannteren Typen. Im Praxistest bewähren mussten sich der Belarus MTS 1025.4, der John Deere 615M, Kubota M110GX, McCormick X60.50, Same Virtus 120, Valtra N113 sowie der Cetor Forterra 110 HSX. Alle holen aus Vierzylindermotoren 100 bis 110 PS heraus. Da gerade in diesem Segment der Anschaffungspreis eine wichtige Rolle spielt, haben wir den Preis pro PS berechnet. Mit nur 30.000 Euro und 110 PS gewinnt der Belarus in dieser Kategorie mit deutlichem Abstand. Der McCormick bietet viel für wenig Geld und ist pro Kilowatt sogar günstiger als der Cetor. Valtra und Same sind dagegen vergleichsweise teuer, können aber in anderen Kategorien punkten. Alle Traktoren, mit Ausnahme des Belarus, hinterlassen einen guten ersten Eindruck. Im Weißrussen dagegen fühlt man sich um etwa 30 Jahre in der Zeit zurückversetzt. Eisen und Mechanik dominieren das Bild in der einfachen Kabine. Im John Deere ist die Verarbeitung am besten. Bei der Leistungsmessung bringt der N113 von Valtra mit 112,7 PS die höchste Leistung. Der Kubota liegt mit 88,8 PS deutlich unter seiner Nennleistung. Auffällig war, dass der Kubota seine maximale Leistung erst bei über 2500 Umdrehungen erbringt. Zum Vergleich, John Deere und McCormick erreichen die maximale Leistung schon bei ca. 1700 Motorumdrehungen. Auch bei dem maximalen Drehmoment liegt der Kubota hinten. Das Beste hat der John Deere. Valtra und McCormick zeigen hier ebenfalls Stärken. Same und McCormick sind übrigens bei der maximalen Leistung am sparsamsten. Kubota verbraucht am meisten, gefolgt von Belarus. Alle Traktoren außer dem Belarus hatten ein Wendegetriebe mit Shuttle. Standard sind 3 bis 4 Laststallstufen. Nur Kubota hat 8, Valtra 5 und Belarus keine. Lastschalt- und Kupplungstaster befinden sich bei allen außer Belarus auf dem Schalthebel. Die Hersteller John Deere, Same und Valtra liefern ein 50 km/h oder ein 40 km/h Eco-Getriebe. Schaltautomatiken gibt's nicht bei allen. Eine EHR ist Standard. Elektrische Hydraulikventile sind dagegen nur bei wenigen Herstellern lieferbar. Serienmäßig werden alle Ventile mechanisch bedient. Was die Schlepper sonst noch können und wie sie sich im Praxiseinsatz schlagen, lesen Sie in der Top Agrar Ausgabe 6 2014.